ein leichtes EMTB, aber trotzdem volle Power? Geht das? Geht mit dem Motera SL von Cannondale. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, braucht es immer den größten Akku für ein Full-Power-E-Bike? Ich bin der Meinung, nein. Ich habe jetzt aus privatem Umfeld auch schon gehört, dass viele eher zu einem etwas kleineren Akku tendieren, weil sie einfach sagen, für mich langt diese Reichweite allemal und es ist einfach günstiger und leichter. Wenn nämlich ein Rad etwas leichter ist und sich leichter fährt, dann habt ihr den Vorteil, ihr fahrt tendenziell in einer niedrigeren Unterstützungsstufe und kommt dann trotzdem genauso weit wie zum Beispiel Räder, die weit über der 20-Kilo-Marke liegen und halt auch einen Full-Power-Motor drin haben und dann halt eben diese 750, 800 Wattstunden drin haben. Von dem her ist es natürlich auch ein Ansatz der Hersteller, dass sie sagen, sie werden wieder ein bisschen leichter, bei trotzdem voller Unterstützung vom Motor. Und da haben wir hier dieses Motera SL. Der Name SL lässt schon vermuten, super light, das heißt, es ist ein sehr leichtes Rad. Und wenn man das einfach mal so auf sich wirken lässt, also wenn man neben diesem Rad steht und man hat keine Gewichtsangaben im Kopf und man hebt es hoch, dann ist das schon Wahnsinn. Also es ist wirklich leicht. Also super leicht würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist wirklich ein sehr leichtes Vollpower-E-Bike. Wir haben hier einen Shimano EP8 mit drinnen, also wir haben die 85 Newtonmeter. Der wurde auch nochmal extra abgestimmt von Cannondale selber mit einer eigenen Software. Und wir haben hier in der Spitzenleistung 600 Watt. Das heißt, der zieht euch auf jeden Fall über sämtliche Berge oder Anstiege, die ihr auf eurer Tour habt, da zieht er auf jeden Fall drüber. Das ist aber nicht das einzige Highlight. Ich würde euch gerne mal die anderen Highlights noch zeigen und dafür gehen wir mal nach hinten. Ein Highlight bei diesem Rad ist der Hinterbau und hier kommt das Flex Pivot Design zu tragen. Was ist das? Das ist bei Cannondale schon seit längerem in Cross Country Mountainbikes zu Hause. Und das ist eben hier dieser hintere Teil. Das heißt, wir haben hier kein Lager, so wie bei den meisten Rahmen, dass hier unten nochmal ein Lager ist, was auch sich nochmal bewegen kann, sondern wir haben hier wirklich ein festes Dreieck oder einen festen Winkel hier hinten mit drinnen. Dafür allerdings diese Strebe hier unten sehr flach. Und wer es kennt, bei zum Beispiel Simplon, beim Chinoa ist es auch so, da haben wir diese flache Strebe eher hier oben. Das bringt, wenn man das aus Carbon macht, einfach noch mal ein bisschen mehr Flex in den Hinterbau. Hier ist es jetzt so, dass das relativ nah an der Achse ist. Das heißt, du hast diesen ganzen Hinterbau ein bisschen flexibel, aber jetzt nicht so, dass ihr denkt, es fährt sich schwammig, sondern es ist einfach noch mal so ein bisschen, ja, es kann ein bisschen mehr ab und das fühlt man auch, aber es wirkt trotzdem nicht schwammig, dadurch, dass es eben eine feste Verbindung ist. Und das gehört zu dem Kompletthinterbau und bringt dann vorne beim Dämpfer oder beim Rahmen selber, bringt es dann nochmal 150 mm. Also das fährt sich brutal gut. Das kann man schlecht rüberbringen, das müsst ihr wirklich mal selber erfahren. Aber das ist wirklich mal ein Ansatz, den findet man sonst eher selten. Cannondale selbst sagt, das ist das leichteste Full-Power E-Fully. Jetzt muss man... Da ist immer, wenn man das liest, da ist immer so ein kleines Sternchen dahinter. Und dieses Sternchen besagt, bei einem Rad mit 600 Watt Leistung, also einem Full Power mit 85 Newtonmeter oder halt so in diesem Dreh, alle Motoren, die in dieser Range spielen, plus eben einem Akku oberhalb oder ab 600 Wattstunden. Und da haben sie jetzt einen Trick angewandt, damit sie nicht in diese unter 600 Wattstunden müssen, hat dieser Akku, der sich hier drin befindet, 601 Wattstunde. Das ist so ein kleiner Trick, aber trotzdem ist es noch extrem leicht. Also wirklich dieses Rad, hebt es bitte gern mal hoch. Wenn ihr irgendwo die Chance habt, dieses Rad mal hochzuheben, macht das. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wir haben 601 Wattstunde hier drinnen. Das Ganze ist ein eigens designter Akku von Cannondale. Also sie haben da mit irgendeinem Akkuhersteller zusammengearbeitet und haben sich da auf den Rahmen halt dann auch passend, dass der halt nicht allzu fett wird, haben sie sich da einen 600er Akku reingebaut. Finde ich super. Und ist natürlich für die meisten Fahrten vollkommen ausreichend. So,
An sich wirkt dieses Rad wie aus einem Guss, dadurch, dass es natürlich auch, lass uns noch kurz über den Elefanten im Raum reden, wir können hier den Akku nicht entnehmen, ist in der heutigen Zeit echt schon weit verbreitet. Also es ist gar nicht mehr so selten und es ist natürlich auch für die Steifigkeit des Rahmens und eben für die Leichtigkeit des Rahmens entscheidend, dass man eben so ein System macht, wo man dann den Akku nicht mehr rausnehmen kann. Finde ich immer so, das ist ein bisschen zwiegespalten. Klar haben wir einerseits die Leute, die sagen, sie können dieses Rad an die Steckdose fahren, für die ist es kein Problem. Andere wiederum, die sagen, ich muss es wirklich mit in die Wohnung dann nehmen, damit ich es laden kann. Da gibt es natürlich ein Problem. Aber ich sage jetzt mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Rad im Keller zu laden oder in der Garage zu laden, dann ist das eigentlich auch heutzutage kein Problem mehr. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt mal dieses Rad. Ich fahre eine Runde und es gibt diesmal keine Fahraufnahmen. Es gibt dann nur einen Eindruck von mir, denn Max hat sich leider verletzt. Und jetzt möchte ich gern, dass ihr alle, die dieses Video anschaut, gern mal drunter alles Gute Max und gute Genesung drunter schreibt. Denn er hat sich nämlich beim Bouldern verletzt und deswegen kann er gerade nicht aktuell Fahrrad fahren. Wird wieder zu Eurobike, hoffen wir, dass er wieder fit ist. Aber aktuell ist es ein bisschen schwierig. Deswegen fahre ich jetzt eine Runde und schildere euch einfach mal meinen Eindruck. So, Testfahrt beendet. Man muss dazu sagen, hier die Testfahrt ist ein bisschen, naja, es geht hier nicht wirklich ins Gelände. Man kann den Berg hoch und wieder runterfahren, aber halt nicht wirklich im Gelände testen. Allerdings gibt es einen Eindruck, wie der Motor funktioniert. Wissen wir vorher schon immer, wie der Shimano-Motor funktioniert, aber wie das Rad mit dem Motor harmoniert. Und da ist es eben so, dass ich schon fast sagen kann, man bräuchte den Eco-Modus nicht mehr, sondern lasst uns gleich bei Trail einsteigen. Denn das ist wirklich eine Stufe, wo du einen Fortschritt merkst. Das Rad fährt sich ohne Motor wahnsinnig gut. Also man kann da super pedalieren. Man merkt, dass es ein bisschen schwerer ist, aber es ist trotzdem sehr nah an dem normalen Rad. Also gerade auch, wenn man ohne Motor fährt. Hier spielt sich natürlich dann die 85 Newtonmeter ordentlich wieder aus. Das heißt, wenn es wirklich steil wird, kann man dann natürlich sich darauf verlassen, dass die einfach rein den Berg hochschieben. Aber Fahreindruck ist jetzt erstmal super ausgewogen, auch von der Geometrie her. Und natürlich ein starker Motor drin. Haben wir aber auch nichts anderes erwartet. Wir schauen uns mal an, was es denn sonst noch zu dem Rad zu erzählen gibt. So, ihr habt ja am Bikepoint schon gesehen, da gibt es noch ein Modell, was immer noch ein bisschen spezieller ist. Und das heißt bei Cannondale immer Lab 71. Lab 71 ist quasi dieses Rad hier, das ist die Ausstattungsvariante. Die gibt es so gut wie bei jedem Modell bei Cannondale. Und das ist nochmal so das Tüpfelchen auf dem i. Da habt ihr dann eine andere Carbonfaser am Rahmen. Das ist dann nochmal die leichteste Faser und eine der besten Fasern, die eben Cannondale bekommt. Und die wird dann in diese Lab-Räder verbaut. Und die haben immer ein eigenes Design. Und hier ist es jetzt so, dass ihr diesen oberen Teil am Oberrohr, hier am Sattelrohr, dass das eben ein spezieller Lack ist. Und wir haben uns auch sagen lassen, das Interessante an diesem Lack hier ist, dass der immer einzigartig ist. Das heißt, du wirst nicht ein Lab-Rad, also ein Motera Lab 71 finden, was genau gleich ist wie dieses, was du hast. Denn dieser Lack ist sehr, sehr leichtflüssig gewesen und dadurch verläuft er immer anders. Also er bildet immer andere Strukturen da aus. Also ihr habt da wirklich ein Einzelstück. Es gibt auch noch was, was es unterscheidet zur normalen Version, und zwar ist das hier vorne. Ihr seht hier vorne keine Kabel, die reingehen. Hier wurde komplett auf die Kabelausgänge verzichtet. Das heißt auch nochmal gewichtsmäßig nach unten. Also ihr habt hier keine Ausschnitte, ihr müsst nicht irgendwo das Material verstärken, sondern ihr habt hier wirklich einen komplett cleanen Rahmen. Bietet sich dann natürlich an, um mit der Axis, mit der SRAM Axis XX, die jetzt hier an dem Rad dran ist, natürlich dann zu arbeiten. Dann habt ihr auch keine Kabel. Das Einzige, was ihr wirklich habt, ist die Bremse und die geht dann hier oben rein und die Displaykabel, die gehen dann da auch rein. Schön ist auch, ihr könnt hier noch ein bisschen selber tunen. Es wird mit Display ausgeliefert und mit einer Fernbedienung. Die könnt ihr theoretisch alles wegbauen. Also ihr könnt das so clean wie möglich halten und im Rahmen dann nur über diesen einen Port, den ihr da oben habt, da könnt ihr dieses Rad bedienen. Und wer es halt dann natürlich mit Anzeige haben will, der baut sich das Display wieder hin. Aber theoretisch ist es möglich, das Rad komplett clean zu fahren und nur mit der App dann zum Beispiel oder eben mit diesem Schalter im Rahmen dann das Rad zu steuern. Hier ist natürlich beim Lab-Modell wieder alles auf High-End. Also wir sind hier mit Carbonkurbeln unterwegs. Wir sind mit der XX1 unterwegs, also mit der Axis-Schaltung. Hier ist wirklich einfach to the max. Hier gibt es kein Teil mehr, was ihr da wirklich optimieren müsstet. Wir haben die Axis Sattelstütze Fox Factory. Das ganze Rad kostet ein bisschen was über 13.000 Euro. Ist natürlich jedermanns Sache, wird aber auch nur in limitierter
Stückzahl hergestellt. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es wäre schön, wenn es jedermanns Sache werden könnte, aber ist es natürlich nicht. Das sind wirklich spezielle Räder, diese Lab-Ausstattungsvarianten. Kommen wir zu den etwas normaleren Ausstattungsvarianten. Das ist einmal das SL1 und einmal das SL2. Bei Cannondale ist es so, dass die höhere Nummer den Einstieg in das Segment bietet. Also quasi habt mit dem SL2 für knapp 8.000 Euro, allerdings die Straßenpreise sind ein bisschen drunter, habt ihr den Einstieg mit einem Deore XT-Mix und eben aber auch mit dem Shimano EP8. Ansonsten ist da nicht viel Unterschied. Ihr habt andere Laufräder drauf und die Federelemente sind nicht Fox Factory. Wenn ihr Factory wollt, SL1 ist dann ein bisschen höher, liegen wir dann, das war auch dieses Testrad, was wir gefahren sind, liegen wir bei 9.999 UVP, wie gesagt. Die Straßenpreise sind ein bisschen günstiger. Da habt ihr dann Fox Factory drinnen, seid also bei der Federung schon auf aktuellstem Niveau. Und ihr habt auch schon die Access-Schaltung von SRAM in der XO-Variante. Finde ich persönlich die beste Ausstattungsvariante. Wenn ihr es natürlich dann für einen etwas günstigeren Straßenpreis auch noch erhaschen könnt, ist das natürlich dann super. Cannondale hat mit diesem Rad auf jeden Fall bei mir persönlich ins Schwarze getroffen. Ich finde es wahnsinnig gut, es lässt sich super fahren. Vielleicht laden sie uns ja auch nochmal ein, um dieses Rad in Bayersbronn nochmal fahren zu dürfen, denn da waren die Trails um einiges besser als hier im Olympiapark. Also Daniel von Cannondale, wenn du das hörst, dann lad uns doch gerne nochmal ein, dann Max und ich haben tierisch Bock. Das soll es gewesen sein mit dem Cannondale SL, Moterra SL. Hier jetzt halt mit diesem Rad. Mal schauen, wenn keiner hinkommt, nehme ich es einfach mit. Wenn du dich für das Cannondale Moterra SL interessierst, dann schau doch gerne mal bei uns auf der Webseite. In Darmstadt gibt es Cannondale noch als Marke bei uns. Das heißt, wenn du in Darmstadt wohnst und das Cannondale gerne dein eigen nennen willst, dann schau gerne bei uns vorbei. Wir bieten dir einfach ein bisschen mehr, eine komplette Vermessung und du hast theoretisch auch 4 Wochen Probefahrt. Wo gibt es sowas sonst noch? Alle anderen dürfen sich natürlich auch trotzdem gerne bei uns auf der Webseite umschauen, wenn du ein E-Bike suchst. Also, ich sehe euch auf der Webseite.